Theoretisch habe ich die auch schon komplett aufgelevelt. Da ist sie. Schön. Hat ein bisschen bei mir gedauert, bis ich sie habe, aber macht ja nichts. So, das ist sie, habe sie gesagt, mit einer Telemetrie für Primärwaffen und dann Lichtpartikeln gelevelt. Jetzt zeige ich euch gleich kurz so ein bisschen, wie die schießt. Wahrscheinlich kennt ihr es eh schon, weil die ist ja schon öfters mal präsentiert worden. Aber ich will trotzdem mal für mich auch persönlich ein bisschen rumschießen, hat man nicht selber persönlich wieder geschossen. So, das tue ich hier gleich bei den Wechseln. Okay, zieht mir auch immer Energie ab, leider. Da ist ja angeblich diesen Trick geben mit der Bubble, weil als Titan. Aber sonst ist sie nicht ganz nett. Bisschen klobig. Ah, sind keine Gegner da, sind hier auch toll. Gib mir Gegner. Gucken, wie so ein Hüpffeuer ist. Also ab und zu aufhören zu schießen, sonst stirbt man nämlich, weil zieht einem immer Lebensenergie ab. Ja, doch, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Kann man mit rumballern. So, jetzt gehen wir, gucken wir nochmal hier schnell kurz die Sachen an, die hat. Also die Perks. Gut, das sind die ganzen Visiere hier. Dann Auge des Sturms. Diese Waffe wird präziser, je geringer deine Gesundheit ist. Achso. Dann Schnappschuss. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Hammer geschmiedet. Verbesserte Reichweite und Präzision. So. Und weitmündiger Magazinschacht. Nachladegeschwindigkeit dieser Waffe ist sogar noch höher. Und zum Schluss hier gnädige Berührung. Drei schnelle Kills stellen einen Teil der Gesundheit des Trägers wieder her. Das ist natürlich ganz gut. Das eine zieht ab und das andere stellt wieder her. Joa, passt. Und wie gesagt, so sieht sie getragen aus. Und ja. Sollte man auf jeden Fall im Sortiment haben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.